Ja, hier zurück im Fasslager Nummer 2 von St. Kilian Distillers. Und wir stehen hier an der Garrison Moor, einer von mehreren, die wir haben. Und ein imposantes Bild, tolle Fässer, Garrison Brothers, Texas, High, Stout, gerade gewählt zur Craft Distiller Number 1 in den USA. Zu Recht natürlich, ganz klar. Und wir haben die Fässer davon. Unser Spirit of St. Kilian ist 18 Monate gereift in diesen Fässern. Sollte jeder mal probiert haben, ist ein Ausblick auf das, was dann kommt in 3 Jahren. Nicht in 3 Jahren, sondern 2019, Entschuldigung, nach 3 Jahren. Und ja, tolle Sache, aber wir brennen natürlich und wir haben weitere Ideen, ganz klar. Das heißt, Torf ist für uns immer noch ein Riesenthema. Wir sind jetzt gerade hier mit Rainer Münch heute beim Tasting. Haben es gerade ausklingen lassen und in uns ist wieder die Idee gereift, natürlich auch noch irgendwas zu bringen, was getofft ist, bevor wir einen Whisky rausbringen. Und das bekräftigt uns immer mehr, wenn wir solche Tastings haben. Wir sind Toffheads und wir brennen dafür. Und klar, also da wird noch was kommen. Ich darf euch vielleicht mal kurz hier die Runde vorstellen. Wir fangen hier drüben an, von links nach rechts, wie wir lesen. Hier haben wir den Sultan. Halt. Sultan Fodi. Head Distiller, unser Kilian, auch von Anfang an dabei. Wir haben also die ersten Maischen zusammen gerockt. Ja, dann haben wir hier unseren Quereinsteiger, den Michael Schiemantel, der zu uns gekommen ist und der will irgendwie nicht mehr weg. Ja, also, ja, wo soll man woanders dahin wollen? Ne? Ja, Rainer Münch, schon mal vorgestellt in einem YouTube-Video, aber gerne nochmal auf Eiler lebender Deutscher, der dafür brennt, bei St. Kilian in der Zukunft einen toffen Whisky zu erleben. Ja, wunderbar. Also da werden wir ihn auf jeden Fall mit begeistern wollen. Und natürlich hier vor Ort regionale Macht, die Whisky-Freunde Rüdenau, Präsident Tobias Meixner. Und ja, ein schöner Trupp hier zum Abschluss heute des Tastings. Master Distiller von St. Kilian, Mario Dr. Rudolf aus dem schönen Ammerbach im Odenwald. Herzlichen Goodbye Dank. Goodbye und Sayonara. Sayonara. Whisky-Freunde. Ihr seid Japanist.